Aber anscheinend geht das mit dem Boomerang doch, ne? Aber er nicht so halb. Ja, wenn er geöffnet ist. Irgendwie ein bisschen komisch. Tatsächlich brauche ich auch gar nicht so viel Herzen wahrscheinlich beim Boss, aber besser haben als brauchen, ne? So. So, wo ist der Handschuh? Da ist der Handschuh. Bams. Okay. So, dann haben wir es ja eigentlich gleich schon. Jetzt sind wir gleich beim Boss. Ach, jetzt kommt der Kaktus. Das habe ich vergessen. So, haben wir es auch. Ja, dann einmal hier lang. So gut, geht doch. Und hier lang. Und dann da hoch. So, das ist das Schöne. Die Treppe können wir einfach wieder nehmen. Und dann sind wir auch schon da. Dass man die echt kaputt hauen kann mit dem Boomerang, finde ich total geil. Also, nee, mit dem. Doch. Weiß ich auch nicht. Die Kombination macht es anscheinend. So, passt mal auf, Leute. Ich muss halt den ein bisschen schräg treffen, aber. Ah, okay, die müssen auf sein. Das ist wahrscheinlich das, der ganze Gag dabei. Ah. Ja, das habe ich nicht gesehen. Aber mit Schub ist ein bisschen aufpassen, ne? Okay, eine ist weg. Okay, jetzt brauche ich doch ein bisschen Herzen hier. Scheiße. Nein, ich habe gerechnet. Das ist jetzt so. Okay, ja. Okay, jetzt bin ich gleich tot. Okay, aber ich habe es verstanden. Wenn die erstmal weg sind, dann ist es, glaube ich, nicht mehr so schlimm. Hoffe ich. Also ich habe mir jetzt nicht komplett angeguckt. Ich habe nur geguckt, wie man da was machen kann. Und habe dann gesehen, oh, man kann die Knospen kaputt hauen. Und dann habe ich halt aufgehört, das Video zu gucken. Weil ich will mich ja auch nicht endlos spoilern. Ich wollte einen Anhaltspunkt haben. Okay. Huhuhuhu. Ja, komm her, du Sack. Ja, da trifft er mich natürlich nochmal eben schnell. Ha! Ja, okay, das nützt ja nichts. Gut, aber ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Und dann wird bald nochmal da durch. Das nützt ja alles nichts. So, wollen wir wieder ein Ding jetzt hier. Den hätte ich schon ganz gerne. Ja, sehr gut. Kein Herz gekriegt. Oh. Das einmal falsch machen. Ne, diesmal ist es direkt richtig. Das ist doch merkwürdig, oder? Ich hätte gerne alle in einer Richtung. Jetzt kriege ich gar keine Herzen hier geliefert. Auch nett. So, jetzt brauche ich einen Handschuh. Kennen wir ja alles schon, ne? Ja. So, da ist der Handschuh. Ja. Das ist so geil. Alles kaputt. Alles kaputt machen. Ach ja, ach der Arsch wieder. Ja, ist klar. Ich sag mal, was soll ich denn noch machen, außer schlagen? Oh, es hapert an den kleinen Gegnern hier zwischendurch. Ja, also gut.
Und nochmal das Ganze an die Feder. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig zum Angucken. Zumindest ist ja das Ende des Dungeons in Sicht. Ich bin ja auch gespannt, was da danach kommt. Wahrscheinlich Dungeon 7, ne? Ja. Nein, aber trotzdem, ich finde es richtig, richtig spannend. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es jetzt einfach so der, dass es jetzt der reguläre Dungeon ist. Weil das sah für mich alles so geheimnisvoll aus mit diesen Edelsteinschlüsseln und so. Ich dachte echt, das wäre jetzt vielleicht so ein kleiner geheimer Dungeon. Aber dem ist wohl nicht so. Nein, bitte nicht. Oh. Ich ist zum Heulen. Natürlich könnte ich jetzt sagen, ich schneide euch ran, aber nee, irgendwie gehört das ja auch dazu, ne? Also gut, nochmal. Peppa. Peppa. So. Okay. Ach, ja, Schwert nehmen. Ich finde die Kombination von Schwert und Boomerang eigentlich ziemlich geil. Oh. Ja, das ist gut. Okay, nochmal. Nochmal falsch. Also es ist tatsächlich echt eine Glückssache. Nochmal den rechten. Immer noch falsch. Okay. Wow, der war cool. Angriff. Jetzt kriege ich auch wieder gar keine Sachen mehr hier. Doch. Oh, danke schön. Die war gut. Dankeschön. So. Ja, jetzt muss ich gleich gucken. Ich renne einfach durch. Könnt mir gar nichts. Oh, bloß weg. Ja, und schon kann ich nicht mehr schießen. Schade. Ich wollte probieren, ob ich die eventuell mit meinem Superschwert dann töten kann. Aber dem war wohl nicht so. Okay. So, jetzt kommt's wieder. Die Arschlöcher. So. Ich lasse die einfach leben, oder? Was wollen die mir denn? Köpfe ich doch alle mal. Sehr gut. Sehr schön, den haben wir auch. Achso, ja, ich kann ja einfach hier lang gehen. So, dann können wir uns jetzt doch nochmal an den Boss-Gegner probieren, wo ich die ganze Zeit schon drauf hinarbeite. Ja, vielleicht noch ein paar Sachen. Okay. Ja, versuchen wir es nochmal, ne? Ich sollte es ein bisschen geschickter angehen. Ja, so zum Beispiel. Ja. Mann! Ja, ich bin schon wieder halb tot. Ja, ich habe halt kein Schild. Mit dem Schild wäre es vielleicht einfacher, ja. Das ist unglaublich. Ah, okay. Das sah so einfach aus in dem Video. Na gut, ist egal. Ich hoffe, dass das echt vorbei ist, wenn ich dann die Blüten abhabe. Aber wahrscheinlich nicht. Da muss ich ja wohl den Körper auch noch besiegen. Das ist die Frage, was dann passiert, ne? Ich hab schon Panik. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte. Nein, auch das nicht. Das wollte ich. Sehr gut, Alex. Immerhin. Boing, boing, boing. Nee. Das hätte ich gern. Ah, jetzt geht das wieder los.
wird. Alles wegmachen. Immer noch nicht? Nein. Komm, geh flott. Sehr gut. Immerhin das. Nein, 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 nein. Ist gerade so ein bisschen frustrierend. Aber ich bin auch froh, wenn wir den Boss dann gleich geschafft haben sollten. Ich überlege gerade, was wir mit dem Boomerang eventuell in der normalen Hauptwelt machen können. So, ich bin sicher, wir waren auch schon lange nicht mehr in der anderen Welt, ne? Vielleicht können wir da ja noch was bei dieser. Wir haben doch da diesen neuen Bereich entdeckt, der mir noch nicht wirklich viel gebracht hat. Vielleicht ist das so eine Art. Achso, ich muss das nochmal machen. Okay. Da war auch diese Eisenschmelze oder was das so gewesen ist, die wir da entdeckt haben. Und die haben gesagt, wenn du mal was brauchst, komm hierher. Vielleicht kann man. Ah! Das gab's doch schon mal bei Zelda. Vielleicht kann man sich da das Schwert schmieden. Jetzt haben wir ja das Schwert Level 2. Und vielleicht können wir dadurch jetzt ja das Schwert schmieden. Wäre eine coole Sache, wenn dem so ist. Ich weiß nicht. Könnte man mal ausprobieren. Also das würde ich schon mal dann gleich mal in Angriff nehmen, wenn wir das nicht irgendwann mal geschafft haben sollten. So. Das haben wir auch geschafft. Ja, komm. Ich habe auch sonst keinen anderen Schutz, ne? Also. Ja, jetzt kommst du auch hier hin. Ist klar. So, lass mich einfach in Ruhe. Sehr gut. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Da. Oh, danke schön. Danke schön, danke schön. Sind die Vasen sind tatsächlich wieder da. Okay. War ich mir auch nicht so sicher. Ja. Ach, danke. Danke, 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 danke. Versuch es nochmal, ne? Ah. Logisch mussten die Vasen wieder da sein, fällt mir gerade ein. Ich war ja gestorben. Ich mache jetzt nach und nach jeden einzeln. Vielleicht geht er auch immer nochmal wieder auf. Mal komm, mach doch mal dein Mäulchen auf. Dankeschön. Ah! Gleich drei auf einmal getroffen. Ah, einer ist weg. So. Ah. Das gibt's doch nicht. So, wieder ein. Komm her. Ja, gut, wieder ein getroffen. Aber ich habe schon wieder über die Hälfte der Energie verloren, ne? Na? Ja, wieder eingetroffen, sehr gut. Jawohl, zwei, weg. Ja, drei weg. Sehr gut. Du Arschgesicht. Komm, mach auf. Mach deine Scheißluke auf. Ja. Okay. Das war ein 1A-Treffer, fand ich. Ja. Nein. Okay, ich darf immer noch nicht mit dem Schwert draufkloppen. Okay. Oh, das in der Mitte konnte ich damit ein Schwert kaputt hauen. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh. Oh. Hervorragend. Puh. Eine weitere Essenz. Da war jetzt aber eine schwere Geburt. Du erhältst den wehenden Wind.
Was macht der Wind denn sonst außer wehen? Süße Früchte reifen heran, wenn der wehende Wind Pollen heranträgt. Ja, der wehende Wind. Ja, sehr schön. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, der Baum mit seinen Enden wieder. Ja, genau. Jetzt kommt gleich wieder ein neuer Spruch, wo es uns als nächstes hinzieht. Alex. Der wehende Wind hat auch mich erreicht. Ich träumte von einem Friedhof im Westen von Horrondorf. Könnte dort eine Essenz verborgen sein? Finde einen Seeweg, um dorthin zu gelangen. Homs. Okay, den Friedhof kennen wir. Und ich weiß tatsächlich auch, dass es da, ich glaube sogar einen See in der Nähe gibt. Schauen wir einfach mal dann. So, ich glaube, ich bin hier eigentlich ganz gut jetzt weggekommen. Ich könnte mich jetzt hier wegteleportieren, ne? Theoretisch. Wäre eine Idee. Dann brauche ich nicht so viel Latschen. Pass mal auf. Beziehungsweise, nee, warte mal. Habe ich hier nicht irgendwo sogar Sachen gepflanzt? Warte mal. Ich versuche mal so weit, wie es geht, zu Fuß zurückzugehen. Weil ich habe doch irgendwo hier Kerne gepflanzt. Was war da oben nochmal drin? Ich habe schon wieder vergessen. Achso, ja, die brauche ich gerade nicht. Ich kann mit dem Boomerang die Pilze einfach kaputt machen. Wie geil ist das denn? Die sind schon ziemlich mächtig, die Pilze, ne? Muss ich schon sagen. Tudüt. Tschüss. Hier kann ich einfach weg jetzt. Genau, das hat sich erledigt. Okay. Aber wo hatte ich denn jetzt hier was gepflanzt? Ich kann die Shit. Ey, der Boomerang macht ja aber alles Schrott. Das ist ja mal geil. Ha. War das da links? Irgendwo hatte ich hier doch was gepflanzt. Das nehmen wir mal mit. Da wäre auch ein Baum zum Teleportieren. Den kriege ich aber auch nicht kaputt, ne? Ne, den kriege ich auch nicht kaputt. Gut. Dann lassen wir das. Den kann ich auch kaputt machen. Ja, ich könnte mich teleportieren, aber nee, ich will jetzt mal ein bisschen hier rumlatschen und gucken, ob ich hier vielleicht noch irgendwelche Dinge entdecke, die ich vielleicht vergessen habe. Was war denn hier zum Beispiel? Habe ich der nicht diese scheußliche Puppe geschenkt? Was? Reicht dir mein Dankeschön nicht? Dann geh doch eine Runde schwimmen. Mach ich. Ich kann hier sogar tauchen. Ist hier was? Wäre natürlich geil gewesen, wenn es hier wie ein Easter Egg gewesen wäre. Und ich da noch was gefunden hätte. Oh, mit dem kann man ja auch super abernten. Okay, das geht nicht. Hätte sein können. Okay, wir gehen mal hier oben weiter. Oder war da unten noch was? Hier sind so viele Dinge und ich weiß gar nicht mehr, was hier alles war. Die hätte ich gern, ehrlich gesagt. Scheiße, jetzt ist sie weg. Ja. Ich hüpfe da mal rüber. Ah, deswegen habe ich jetzt die Feder aus. Okay, nochmal. War oben da das Känguru? Da oben ist das Känguru, ne? Glaube ich. Oder war zumindest mal das Känguru, ja. Okay, jetzt weiß ich zumindest, wo ich ungefähr bin. Ja. Ist hier nicht der Friedhof? Aber hier ist das Horrondorf. Gucken wir uns trotzdem mal hier um. An das hier dachte ich eigentlich, als ich Friedhof hörte. Ich guck mal eben kurz. Nee. Vielleicht ist das der allerletzte Dungeon. Die Macht der Finsternis für... Okay, das war nicht der Friedhof. Also westlich ist anscheinend noch ein... Westlich vom Horrondorf ist ein Friedhof. Den ich gerade nicht so wirklich auf dem Schirm habe anscheinend. Okay.
Ja gut, gucken wir uns alles in Ruhe an, ne? Da kann ich nicht lang. Aber ich will eigentlich ja ins Horrendorf zurück und jetzt nicht durch diese ganze scheiß Wüste, die gibt mir sowieso auf den Keks. Ja, da muss ich wohl doch nochmal wieder runter. Okay. Komme ich denn da lang? Könnte ich einen Kern einpflanzen, aber. Hab ich noch einen? Nee, hab keinen mehr. Okay, gut, dann lassen wir das. Irgendwie komme ich schon ins Wasser, ne? Da zum Beispiel. Ha! Nimm die doch mit! Jetzt. Nimm die doch mit! Alter! Das war ein Krampf. So. Hier komme ich ins Wasser, sehr schön. Da war ich schon. Oh, da ist eine Frucht gewachsen. Ja, dann gucken wir da mal kurz nach. Und wir müssten unser Geld mal ausgeben. Ah, ich wollte ja sowieso. Mir fällt was ein. Ich wollte ja. Ich habe es eingesammelt, okay. In den einen Teleporter rein und in der Anderswelt mal zu gucken. Und vielleicht hole ich mir gleich nochmal eben ein Dings wieder. Eine Fee war in der Nuss. Toll. Die mir nichts bringt. So, pass mal auf. Ich hole mir jetzt erstmal ein Schild wieder. Das mir immer wieder geklaut wird. Du stehst vorm Shop. Ich habe eine Mitgliedskarte. Damit kann man die tollsten Sachen kaufen. Ich weiß, ich habe auch eine. Ja, ich muss wieder ein Billigschild kaufen. Dankeschön. Hat der überhaupt... Ja, geh weg. Ich will mal kurz gucken, ob du überhaupt noch was hast, was mich interessiert da unten. Kleinen Moment, ich guck mal eben. Naja, ich kaufe doch nicht für 500 so einen scheiß Kern, oder? Nee. So wichtig sind die dann auch nicht. So, hi. Oben dort gibt es einen Ort, von dem seltsame Kraft erfüllt. Ja. So, es stimmt, den Teleporter da unten gibt es ja auch noch. Aber ich meinte jetzt tatsächlich. Wie komme ich denn da überhaupt hin? In den Norden, ne? Da, wo ich gerade herkomme. Und dann rechts. Da, genau. Ich will zu diesem Brillensee-Teleporter. Und da wollte ich ja gucken, ob ich dann vielleicht mein Schwert nochmal verstärken kann. Und ich muss dieses Tauschgeschäft nochmal irgendwie vorantreiben. Ich weiß halt nicht, wer diesen blöden Kupferkessel haben will. So, mal hüpfen. Hoppa. So, es müsste auch die richtige Jahreszeit sein. Ich habe gleich drauf geachtet. Ja. Die kann man auch nur in der richtigen Jahreszeit kaputt machen, anscheinend die Pilze. Okay. So, ich wollte doch mal zu dieser Schmiede hin. Wo war die jetzt genau? Hier unten links oder so? Irgendwo war doch hier so eine... Oh Gott. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Wow. Nee, hier glaube ich nicht, oder? Nee, das war dieser ganz bescheuerte Weg. Ja, wie komme ich da hin, ja? Schmelzofen des Rechts steht da. Oh, was haben wir denn da? Guck mal, Leute, da war ich nämlich noch nicht. Also es lohnt sich dann doch schon mal hier hinzugucken, ne? Rotes Erz. Okay. Was auch immer ich damit machen kann. Also ich muss nach rechts, stand da. Für den Schmelzofen. Aber hier ist doch gar rechts gar nichts mehr. Was sagt denn die Karte?
Ach, ist das hier der Eingang zum Schmelzofen oder was? Nee, auch nicht. Gehört nicht tadellos, prächtige Bergsverschilder! Ja. Ich habe 4 Schilder zerstört, wie konntest du. Das stimmt! Das hat er sogar mitgezählt? Okay. Ach, hier! Da hat das Schild aber irgendwie in die Irre geführt. Hi. In diesem Hochofen wird jedes Erz flüssig. Ja. Beim Tempel oben im Norden kann man ordentlich Brocken abgrasen. Ich weiß, ich weiß. Hey, wer bist du denn? Du hast uns doch schon mal aus der Patsche geholfen. Komm vorbei, wenn du geschmolzenes Erz brauchst. Ja, jetzt vielleicht. Das hilft uns aber alles nichts, ne? Ich bin gerade dabei, 2 Arten von Erz zu mischen. Heißer, die Hochöfen schmelzen jedes Mal. Ja, das hilft mir jetzt aber auch nicht. Ich dachte, ich könnte hier vielleicht was machen. Mir wird das auch nicht extra aufgeführt, dass ich jetzt blaues Erz habe oder so, oder der Eisenkessel mit Blitzkraft. Was ist das? Mörrischer Ring? Gefundenes Erz verdoppelt sich. Den lege ich jetzt mal kurz an. Wertvolles Metall. Ah, das ist das rote Erz. Das ist der Drachenschlüssel. Soll ich mich hier vielleicht noch mal ein bisschen umgucken? Mann, ich habe jetzt ja mit meinen ganzen neuen Fähigkeiten noch gar nicht wieder richtig geschaut, was man machen kann, ne? Und ich glaube, mit dem Magnethandschuh kann ich ja auch noch ein paar Orte erkunden. Vermute ich. Ja, doch, wenn wir schon mal hier sind, denke ich, dann machen wir das mal. Gut, sowas wie das hier zum Beispiel, das hat ja auch geholfen. Zip, zip, zip. Boomerang, ob der Boomerang mir noch hier irgendwo weiterhilft. Es gab doch bestimmt. Was gab es hier nochmal im Markt? Das habe ich auch schon wieder vergessen. Da ist nochmal ein Ring. Ist das blaues Erz? Was ist das? Nö. Das brauche ich alles nicht, ne? Den habe ich schon gehabt, den Ring, ne? Ich glaube, den Ring hatte ich schon. Nee, das hilft mir nicht weiter. Was war hier nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe einfach mal hier durch. Schöne kleine Höhle, die total sinnfrei ist. Bam, bam, bam. Jetzt bin ich doch hier wieder im Hauptbildschirm, ne? Ja. Genau. Ich will mal gucken. Hier gab es doch irgendwie noch was, wo ich mit diesem Metall, glaube ich, rüber kann. Mit dem Handschuh. Oh, ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube zumindest, dass ich hier vielleicht noch irgendwo weiterkommen könnte. Da kann ich so rüberspringen, ist klar. Ja, da oben war ich ja auch schon. Oder war ich da überhaupt schon? Da bin ich mir gerade nicht mal sicher. Den kriege ich aber so nicht kaputt, ne? Den auch nicht, ne? Naja, das ist wohl noch ein extra Ort, den ich dann, oder ein Teleporter, den ich finden muss. Ich weiß gar nicht mehr, was hier überall alles war. Scheiße, den habe ich schon gehabt, ne? Ja. Ich weiß hier nichts mehr. Ja. Vielleicht mache ich gleich noch mal eine kurze Dateisicherung. Was war hier los? Ich würde dir zu gerne ein feines, delikates Süppchen anbieten, aber ich habe nicht mal einen ordentlichen Eisenkessel. Hey, ein Eisenkessel, genauso einen brauche ich. Der ist ideal für zur Zubereitung von Lavasuppe. Gib ihn mir, ja klar. Fein, lass mich mal eine Sekunde. Das ist ja geil. Oh, super. Ting, klong, plopp, blub. Voila. Das Eisen gibt dir Lava, eine besondere Würze der Lava. Deine Lavasuppe ist glühend heiß. Oh, ich weiß, was ich damit machen muss. Oh, gut, dass ich hier lang gelatscht bin. Das ist jetzt ja mal geil. Das müssen wir jetzt diesem, wie heißt er noch? Diesem, den Typen da geben, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Diesem großen Gnom da. Der will doch was Heißes oder was Warmes. Ja, geil.
Da habe ich nicht mit gerechnet. Super. Also man sollte doch mal ein bisschen hin und her gucken, ne? Macht Sinn. Jetzt kommt das Tauschgeschäft endlich mal voran. Und ich frage mich. Du kannst Erzbrocken in der Nähe. Ja, 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 ich weiß. Schätze habe ich hier nicht, ne? Schatz. Ich müsste doch mittlerweile eigentlich überall hier hinkommen, oder? Zumindest würde ich es gerne versuchen. Aber ich glaube, ich werde jetzt wirklich die kleine Dateisicherung machen. Und dann. Da komme ich doch nicht hin. Dann. Im nächsten Part weiterforschen. Ich komme jetzt da unten hin. Die Höhle wieder durch, ne? Ja. Okay, meine lieben Freunde. Ich denke, ich mache jetzt hier wirklich einen Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Würde mich sehr freuen. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.